Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, yo, hey Zwerge, hey Zwerge, go, go, go. Und damit herzlich willkommen zurück zu Endless Minecraft. Wir laufen gerade zurück in die tiefsten Tiefen dieser Welt auf der Suche nach dem wertvollsten Gut, Diamanten. Ja, das letzte Mal haben wir einen Dia gefunden, yippie, yippie, yay. Und da wollen wir heute natürlich dran anschließen und werden weitersuchen. Wobei mir jetzt gerade auffällt, es müsste aber so auch gehen, ne? Ja, natürlich geht das so auch. Wir haben nämlich kaum noch Fackeln. So, die sollten uns jetzt auch noch ein Stück weit reichen. Jo, yippie, yippie, yay. Yippie, yay, yay, Schweinebacke. Und weiter geht's. Ja. Ich bin heute etwas motivierter als im letzten Video. Obwohl das Klima in meinem Zimmer heute noch schlechter ist. Aber ja, die Laune ist ein bisschen besser heute. Die Laune ist tatsächlich ein bisschen besser. Gucken wir mal, wie lange das so bleibt. Das hängt jetzt ganz davon ab, wie schnell und wie viel Dias wir hier unten finden. Ihr seid live dabei, Leute. Wir schauen mal, wie viel wir jetzt in dieser knapp halben Stunde, die ich hier immer aufnehme, rausholen können. Ich meine, ja, es gibt natürlich effektivere Methoden des Minings. Aber ich nehme am liebsten immer die altbewährte. Fragt mich nicht warum, ich weiß nicht. Irgendwie, ja, von allen Möglichkeiten, die es so gibt, ist mir diese hier tatsächlich die liebste. Oh, das war die Spitzhacke. Ach, da ist Eisen. Wir haben Eisen gefunden. Aber Eisen wollen wir gerade im Moment ja eigentlich gar nicht. Auch wenn Eisen natürlich nie verkehrt ist, aber die ja wäre mir lieber. Ach ja. Naja, so. Ja, wenn ihr dieses Video seht, dann ist das Wochenende schon vorbei. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie war denn euer Wochenende so? Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ich hoffe, ihr habt etwas Schönes erlebt. Hattet eine schöne Zeit. Ich kann euch jetzt schon sagen, mein Wochenende wird nicht so toll gewesen sein. Denn ich war, ja, na, nicht ganz wie gewohnt arbeiten. Ich war das halbe Wochenende arbeiten. Und das ist noch nicht mal gelogen oder übertrieben. Denn Wochenende geht eine Schicht bei mir ja 12 Stunden. Ja. So, gut. Dann gehen wir zurück und nehmen die nächsten Gänge in Angriff. So, also für alle, die es nicht kennen, ich habe jetzt hier einen Gang gegraben, jetzt gehe ich hier rüber, hier lasse ich natürlich leer, weil es ist diese Reihe Steine, die ich ja, sehen konnte, da ist nichts drin. Jetzt könnten wir natürlich hier durchgehen, aber ich gehe erst hier rein, weil diese Reihe kann ich ja von hier drinnen aus sehen. Also ich lasse immer zwei Reihen Blöcke zwischen meinen Gängen aus. Ja, aber sollte eigentlich schon so ziemlich jeder kennen, ne? Normalerweise ja. Wobei es gibt ja immer wieder Neulinge. Ich zähle mich übrigens auch dazu.
Denn so lange spiele ich noch gar kein Minecraft. Ich muss ja wirklich gestehen, ich habe Minecraft sehr, sehr lange für Unfug, für Blödsinn abgetan, bis meine Tochter vor ein paar Jahren, Gott, wie alt war sie denn da? Ich weiß es gar nicht, müsste ich jetzt lügen. Aber ja, es ist noch gar nicht so lange her. Erst wirklich erst vor ein paar Jahren ist meine Tochter gekommen und meinte, sie möchte dieses Spiel haben. Naja, und wie Papa halt so ist, er konnte seiner kleinen Prinzessin nichts ausschlagen und hat dann gesagt, okay, machen wir. Ja, und dann habe ich sie so dabei beobachtet und habe festgestellt, wow, Minecraft hat ja doch einiges zu bieten. Ja, und dann hat sich der Baba auch einen Account angelegt. Und hat dann auch mitgedaddelt. Deswegen, also ich bin tatsächlich in puncto Minecraft noch ein, ja, Küken, könnte man behaupten. Und ja. Deswegen, ich versuche also wirklich überhaupt nicht erst hier in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise mit den, ja, mit den Altvorderen des Minecraft mitzuhalten, beziehungsweise mich da in irgendeiner Form mit einzubringen, weil ich kann es einfach nicht. Ich habe einfach Spaß an dem Spiel und ja, diesen Spaß, den versuche ich hier eben mit euch zu teilen. Und Gold, Gold, Gold. Das gönnen wir uns auf jeden Fall noch. Genau. Wo war ich? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, nicht so wild. Nicht so wild. Ich glaube, ihr habt verstanden, worum es mir geht. So. Ja, dann schauen wir mal, ob wir heute noch Dias finden. Das ist halt jetzt wirklich ein bisschen blöd hier unten. Es gibt halt für euch nichts zu sehen, außer mir jetzt beim Buddeln zuzusehen, wie beim letzten Mal halt auch schon. Ich hoffe wirklich, wir werden relativ schnell fündig, weil umso eher wir was finden, umso eher kommen wir hier unten auch wieder raus. Und umso eher werden die Folgen auch wieder etwas interessanter. So, mal gucken hier. Gibt's doch nicht. Es gibt's doch einfach nicht. Also, dann probieren wir auf der anderen Seite unser Glück. Ja, da kann man sich jetzt auch immer Gatz, Gatz. Da kann man sich jetzt natürlich auch immer ein bisschen drüber streiten, wie lange man jetzt hier solche Gänge macht. Ja, die einen sagen, kurze Gänge, schauen, ob man was findet und gleich weiter. Ich bin halt einer, ich buddel da etwas tiefer rein. Denn ja, ich könnte ja doch irgendwo was verpassen. Ich sage mal so, die ersten, keine Ahnung, 10 Blöcke sind halt nicht wirklich aussagekräftig darüber, was sich weiter hinten noch befinden könnte. Und wir haben schon wieder eine Spitzhacke weniger. Jetzt wird es aber kritisch. Vor allem, weil ich kein Holz mehr habe für eine neue, ne? Ah, verflixt. Ja, die Spitzhacke, wenn wir aufgebraucht haben, müssen wir tatsächlich nochmal an die Oberfläche. Okay, wir werden also wohl doch nicht die ganze Folge hier unten bleiben. Na gut, ja, das hat natürlich was Gutes für euch. Ihr kriegt ein bisschen Minecraft-Tageslicht zu sehen. Oder auch nicht, je nachdem, welche Tageszeit es ist, wenn wir hier rauskommen.
Oh, ja. Oh, lass mich da hinten, lass mich da hinten, lass mich da hin. Schnell, schnell, schnell. Mach. Oh, dir. Ach, sag mir bitte. Nein, da ist noch einer. Ach komm, lass es ein paar mehr sein. Sei so gut. Sind es wirklich bloß die zwei? Ach, na gut. Ich will nicht klagen. Ich bin ja wirklich froh über jeden Dia, den ich kriege. Ja, sind nur die zwei. Na gut, aber immerhin. Da haben wir schon drei insgesamt. Damit. Ja, damit ist unsere Diamantspitzhacke safe. Das heißt, mit der können wir das Obsidian abbauen. Und dann können wir in den Nether gehen. Ja, nice. Ja, es hat also doch was Gutes. Aber, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Vielleicht finden wir ja noch was. Vielleicht finden wir noch was. Wir gucken weiter. Okay, so. Ich muss mal schauen, dass ich regelmäßig meine Fackel setze. Na. Da haben wir wieder Tuffstein. Meine Tuffstein ist schon. Ja. Ich weiß nicht, auf der einen Seite, ich finde ihn irgendwie ganz cool. Ich finde ihn echt irgendwie ganz cool. Lässt sich auch relativ leicht abbauen. Aber man kann halt so nichts aus ihm machen, ne? Das ist. Ja, das ist. Tuffstein ist so eins dieser. Einer dieser Rohstoffe in Minecraft, wo ich zwiegespalten bin, ob ich ihn jetzt für gut oder für schlecht befinden soll. Wie steht denn ihr zu Tuffstein? Verarbeitet ihr den viel oder eher gar nicht? Oder ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare. Würde mich schon interessieren. So, dann habe ich gesagt, 1, 2 auslassen, dann geht es hier weiter. Und dann schauen wir mal, ob sich hier noch was finden lässt. Und ich glaube, unser Inventar dürfte schon wieder. Nö, es geht so. Es geht sogar. Es ist noch nicht überfüllt. Aber irgendwie. Irgendwie kommt kein Spielsound bei euch an, kann das sein? Jetzt müsste aber. Ja. Jetzt tut sich was. Ja, ich habe heute ein Update gemacht von meinem Mikrofon. Und irgendwie seitdem habe ich so ein paar Einstellungsprobleme, beziehungsweise muss ich ein paar Änderungen vornehmen. Weil, ja, wie ihr gesehen habt, dieses Gerätestandard, was ich hier in Minecraft eingestellt habe, das hat bisher einwandfrei funktioniert. Und heute habt ihr keine Sounds mitbekommen von Minecraft. Komisch, 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 komisch. Weil ich mich gerade frage, was mein Mikrofon mit dem Monitor zu tun hat. Aber okay, ist halt nun mal so. Ist halt nur so. Aufnahmeprogramm sagt, ich
will das jetzt anders haben, dann kriegt es das jetzt anders. Oh. Duck, 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 duck. Und weiter, weiter, weiter. Die Spitzhacke ist gleich hinüber. Hin und über. Na, ja, 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 ja. Oh, die machen wir jetzt noch gar kaputt und dann gehen wir wieder hoch. Dann huschen wir mal schnell ins Dorf. Und da schauen wir dann, dass wir uns eine Dia-Spitzhacke machen und dann das Obsidian abbauen. Tja, Schicht im Schacht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, gut. Also, wieder zurück. Vielleicht mal schnell was Schmacko fatzen. Jo, aufwärts. Auf und davon. Na? Aha, okay. Ja, da geht's nach oben. Muss nachher schauen, dass wir den Weg auch wieder runterfinden. Hallo Spinne. Wow. Komm her. Stirb. Stirb langsam. Und stirb leise. Okay, jetzt muss ich mal eben gucken. Dann müssten wir hier lang gehen. Oder? Nee, von hier. Hä? Nee. Nee, 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 nee. Stimmt schon hier lang. Und dann da hoch. Da geht's hoch, jawohl. Oh, hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Okay, so, und dann, genau, darüber ins Dorf. Ach, warte mal. Ich sollte mir aber das hier so ein bisschen kennzeichnen, dass ich dann auch wieder weiß, dass ich daher muss. Ui, jupp. Ach, ist das schön. So ein kleines Vollmondbad, das tut doch immer wieder gut. So. Hallöchen, Popöchen. Oh, hoppala. Freunde, ich bin wieder da. Bin da, wer noch? Wieso lässt du die Tür offen stehen?
Meine Fackel. Ach, die Sonne geht schon wieder auf. Okay. Doch nichts mit Schlafen gehen. Doch nichts mit Schlafen gehen. So, ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich bin mir nicht sicher. Haben wir noch Holz in unserer Truhe? Moin, Meister. Ja, war ja klar, dass ich wieder mit einer faulen Socke in einem Haus lebe. Nee, wir haben tatsächlich. Oh, wir haben da auch. Ach, stimmt, wir haben da auch noch zwei Dias. Yay. Perfekt. Okay, nein, aber wir haben. Doch, 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 da ist noch Holz. Ein bisschen Holz haben wir noch. So, Stein lasse ich jetzt mal ein bisschen hier. Die lasse ich auch mal da. So, das nehmen wir dann nachher wieder mit so rein, vorsichtshalber. Ich habe jetzt hier. Ich habe hier gar keinen Ofen, ne? Dann machen wir uns jetzt einen. Dass wir hier auch ein bisschen produktiv sein können. So, da schmeißen wir ein bisschen Kohle rein. Und dann habe ich ja gesagt, brauchen wir ein paar hiervon. So, jetzt ist natürlich. Was habe ich gerade? Die Dia-Spitzhacke wollte ich machen. Ja, und wir machen uns aber auch eine Eisenspitzhacke noch. Wir haben so viel Eisen, wir nehmen uns dann noch ein bisschen was mit für unterwegs. So, also, zuerst machen wir die hier. Und dann machen wir uns noch zwei davon. Daher und. Ach da. Wollte gerade sagen, ich habe doch zwei gemacht. Nee, nee. Geht wieder los, ja. So. Das Gold packen wir auch gleich rein. Und dann, genau, holen wir uns Obsidian. Dann holen wir uns Obsidian, Obsidian, Obsidian. Ein bisschen was snacken müssen wir auch noch. Sagt mal, Jungs, ist es euch nicht zu kalt da drin? Boah, kriegen ja beim Hingucken schon Frostbeulen. So, jetzt muss ich aber mal. Tatsache, hier, das gelbe Bett. Na, der. Ich hält wieder. Ich hält. Naja, okay. So, das dauert jetzt natürlich, ne? So ganz ohne Verzauberung. Nee. Kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Da-da-di-da-di-da-dam-da-di-da-di-da-di-da-da-da-di-da-di-da-da-da-di-da-di-da-da. Ja, Leute, das müsst ihr jetzt ertragen. Ist mir egal. Ah, ich weiß auch nicht, was ich sonst jetzt hier noch nebenbei machen soll. Ah, da haben wir noch mehr Lava. Ne, da muss ich aufpassen. Dahinter wird vielleicht, wahrscheinlich, eventuell. Können wir mal gucken. Ja, genau. So. Dann verbrennen wir uns schon mal nicht den Hintern, wenn wir den jetzt abbauen.
wunderbar. Dann gucken wir hier mal. Ja. Nicht mit mir. So. Ja. Und das dauert und dauert und dauert. So, mal gucken. So. Da müsste man das jetzt auch problemlos abbauen können. Ja, wunderbar. Und den hier auch. Da habe ich ja auch einen Block drunter gesetzt. Sehr schön. Huhu, Goli, wie geht's dir? Wie laufen die Geschäfte? Ah, der Eisengolem ist ja auch hier der Bud Spencer der Minecraft-Welt, ne? Ja. Stimmt schon, gell? Ja. Ja. So. Ja, wer macht das übrigens noch? Wer unterhält sich noch mit den Kreaturen in Minecraft? Ich hoffe, ich bin da nicht der Einzige, der das tut. ja. Geh da weg, sonst wird's heiß. Und du magst das nicht so heiß. Ich auch nicht, da haben wir was gemeinsam. So, ich hole jetzt noch ein paar Blöcke. So, 1, 2, 3 Stück. Und dann machen wir für heute Schluss. Und dann haben wir unsere Zeit nämlich auch schon wieder so ziemlich ausgereizt. Was heißt ausgereizt? Wir könnten natürlich auch länger machen, aber ich versuche halt wirklich die Parts so ungefähr in einer Länge zu halten. Und genau, dann werden wir in der nächsten Folge, denke ich, tatsächlich das Portal bauen und mal in den Nether marschieren. Weil da gibt es ja dann auch noch einiges für uns zu entdecken. Und es wäre mal eine Abwechslung zu hier. Außerdem ist es eine Möglichkeit für mich, mich vor der Diamantsuche zu drücken. Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht laut gesagt. Ich weiß, wir brauchen Diamanten. Aber ja, dieses Mining, es ist halt langwierig. Und für euch, gerade für euch als Zuschauer, so überhaupt nicht aufregend. Ja, aber gut. So, wir haben jetzt auf jeden Fall 19 Obsidian, das ist mehr als genug. Das behalten wir jetzt bei uns für das Nether-Portal. Und genau, dann suchen wir uns in der nächsten Folge eine hübsche Stelle, wo wir das hinsetzen können. Ja, und dann gehen wir mal in den Nether. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bin gespannt, wo wir im Nether rauskommen werden. Ich hoffe, wir kriegen eine halbwegs angenehme Stelle. Aber da müssen wir mal schauen. Lassen wir uns überraschen. So, jawohl. Na gut, aber dann, ja, meine allerliebsten Freunde. Dann war es das an dieser Stelle auch schon wieder. Ich hoffe, die heutige Episode hat euch wenigstens ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu dabei seid oder es noch nicht getan habt, dann abonniert kostenlos meinen Kanal.
Und natürlich freue ich mich darauf, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin habt eine schöne Zeit. Haltet die Ohren steif, bleibt mir treu und ciao, ciao.